So, hallo meine Freunde der Sonne, das immer wieder und wir haben ja gesagt, wir wollen ja das Krankenhaus auf 3 Sterne bringen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir hier noch hinbauen können. Ah, nee, so wollte ich nicht. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Also, die Ärztin ist ja an sich... Wir müssen das jetzt mal durchgehen und zwar... Allgemeinmediziner, na gut, hier wäre eine Warteschlange jetzt gekommen, aber die kommt direkt ran, okay. Der Arzt ist gerade in der Pause, das ist okay, das kann, darf er mal ausnahmsweise machen. Wartung im Pausezimmer erforderlich. Ich glaube, genau das müssen wir jetzt machen. Wir müssen mal wieder jemanden einstellen, warte mal. Wir brauchen definitiv einen Hausmeister. Upgrade zu installieren. Verleiht verbesserte Upgrades-Kompetenz. 50% Upgrade-Kompetenz. Verleiht fortschrittliche Upgrade-Kompetenz. Ja. Ich weiß nicht, wir können ja noch gar keine Upgrades installieren. Oder warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Bestimmt müssen wir draufklicken. Klicken wir mal hier drauf. Aufheben. Okay, hier. Aufheben. Okay, wir können, denke ich mal, noch keine Upgrades installieren. Aber... Was hatten der noch für Kompetenz? Das war's. Okay, Geisterjäger. Bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben Geisterjäger. Hat Potenzial. Arbeitet für einen Apfel und ein Ei. Das ist ja gut. Hat eine feste Lieblingsmarmelade. Was? Hat eine feste Lieblingsmarmelade? Okay. Schnellmerker, schnell vom Begriff wird schneller lernen. Hat niedrige Gehaltsvorstellungen. Aber das ist ja eigentlich besser jetzt momentan, weil wie schon gesagt, wir brauchen keine Abkitter. Würde ich sogar vielleicht schon sagen, wir gehen hier auf den lustig. Hält das Leben für eine romantische Komödie, schwingt sich zur Entspannung aufs Indoorrad. Bringt Leute zum Lachen, gut, das braucht man jetzt nicht unbedingt als Hausmeister. Wäscht sich nicht die Hände, ja gut, das ist jetzt nie unbedingt gut im Krankenhaus. Ich würde sagen, wir gehen auf ihn, weil die Upgrades, wie schon gesagt, die brauchen wir ja momentan noch nicht. Und schicken den mal hier hin. Und sagen jetzt mal, hier kann eine Reparatur stattfinden. So. Und irgendwas war doch im Wartezimmer, oder habe ich mich jetzt vertan? Wird doch bestimmt hier einer der Automaten sein, oder? Kann man hier bei den Automaten eigentlich noch was einstellen? Verkaufen, okay. Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Deluxe-Entleuchters benötigt. Ja, der Entleuchter müsste eigentlich gleich repariert werden. Oh, wie sieht denn die Pflanze aus? Mann. Zum Glück haben wir jetzt einen nächsten Hausmeister. Sie hören Nigel Bickle. Okay, der fühlt sich gut, das ist sehr gut. Wir müssen noch 20 Patienten heilen. Auf Radio Two Point. Willkommen zurück beim Radiosender Ihres Vertrauens. Wie sieht denn das hier? Ich bin Ihr bedauerlicherweise völlig überqualifizierter Moderator. Machen das nicht auch die Hausmeister? Ich bin Gießen? Hier, um zu informieren, zu unterhalten und ja, einen winzigen Hauch von Eleganz. Hausmeister rufen wegen Pflanze gießen. Ich denke mal, das müsste der Hausmeister selber machen, also er checkt das ja wohl. Mit, wie die Jugend heute sagt, bei mir wünschen möchten, zögern Sie bitte nicht. Was machen die aus? Die erste von uns. Was macht denn die? Achso, willst du mich gerade verarschen? Ah nee, warte mal, das ist. Wo ist denn mein anderer? Warte mal. Hä, ist das jetzt mein... Nee, das ist nicht mein Hausmeister. Termin, allgemeine... Da! Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Ja gut, der Arzt müsste jetzt, denke ich mal... Ah, okay, warte mal. Okay, wir brauchen eine zweite Entleuchtungsklinik, sehe ich gerade, mit einem neuen Arzt. Das heißt, das werden wir jetzt mal bauen. Ja, gut, Pausezimmer brauchen wir nicht. Toiletten sind eigentlich doch auch ganz gut. Ich würde sagen, Leute, geht das? Nee, okay. Irgendwie witzig. Okay. Wir bauen definitiv jetzt hier nochmal eine Entleuchtungsklinik hin. Machen hier die Tür hin.
Ja, hier mit einem kleinen Fenster. Die Konsole können wir ruhig hier hin machen, das ist okay. Mal kurz überlegen. Na. Abfalleimer machen wir mal hier direkt mit hin. Und den Feuerlöscher werden wir auch dann hier vorne mit hinstellen. Könnten den. Geht das hier rein? Nee, es geht natürlich nicht hier rein, Mann. Hast du wohl eine Macke? Okay, den Feuerlöscher können wir ruhig unter das Fenster machen. Das stört da niemanden. Ah, Poster. Ah, lol. Siehst du mal. Warte mal. Da machen wir doch gleich mal hier Poster hin, ne? So. 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 Dass die Leute Bescheid wissen, was die hier. Was den hier erwartet, ne? Außerdem, wir machen ja damit ein bisschen die Stufe von dem Zimmer hoch. Pflanze darf nicht, eine Pflanze darf in dem Zimmer nicht fehlen. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren, Mensch. Diskutiert hier nicht mit mir, eine Pflanze machen wir hier rein. Okay, da hinten ist die Tür. Ich glaube, eine Pflanze reicht eigentlich schon, oder? Oder wir können natürlich auch hier, geht hier noch eine Pflanze hin? Schade. Sonst hätte ich gesagt, dass wir hier noch Pflanzen machen. Aber ich würde sogar sagen, das reicht. So. Jetzt brauchen wir natürlich für die Entleuchtungsklinik einen Arzt, brauchen wir ja, ne? Oder war das ein Krankenpfleger? Ne, wir bräuchten für die Entleuchtungsklinik bräuchten wir jetzt einen Arzt. Ich bin gerade am Überlegen, brauchen wir dafür einen Arzt? Warte mal. Machen wir kurz Pause. Ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Einen Arzt brauchen wir. Wo ist denn eigentlich unser Nachwuchspfleger? Ich bin gerade am Überlegen, aber wir brauchen, glaube ich, einen Arzt, ne? Kann ich noch mal ganz kurz Personal? Kann ich ja mal ganz kurz gucken. Ärzte. Sucht nach Arbeit. Okay, Arbeit, die arbeitet jetzt in einer Leuchtungslinie, aber wie sucht die nach Arbeit? Aber wir dürften dann hier keinen mehr haben, oder? Personal, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Personal. Ich frage mich gerade, wo man nochmal sieht, wo die überall arbeiten. Würde mich jetzt mal gerade ganz kurz interessieren. Hier sieht man das. Arbeitet in einer Entleuchtungsklinik. Okay. Sucht nach Arbeit, okay. Die kann erstmal noch suchen. Okay, wir brauchen definitiv jetzt noch einen Arzt für die Entleuchtungsklinik. Schwache Blase, garstig, okay, ist nicht so schlimm. Ja komm, die lassen wir mal hier rein, so. Hier werden wir definitiv ein paar Bänke hinbauen, dass die Leute sich hier hinpflanzen können. Machen wir hier, hier und so. Ja gut, wir haben da einen Automaten, ne? Wir brauchen hier nicht nochmal einen Automat. Was wir noch machen könnten, wäre ein Abfalleimer definitiv, ne? Jawohl, den Abfalleimer können wir direkt hier vor die Tür machen. Da würde ich sogar sagen, dann machen wir hier so einen Broschürenständer hin. So. Warte mal, der ist ein bisschen zu mittig. Moment. Kann ich den noch ein bisschen? So. Ich glaube, das ist so okay. Das ist erstmal so okay. Wir haben jetzt zwei Entleuchtungskliniken. Das läuft alles. Allgemeinmediziner ist auch ganz okay. Wir haben jetzt bei den Allgemeinmediziner noch keine Warteschlange. Apotheke ist auch okay. Pflanzen sind fast... Ja, nicht ganz. Wir werden mal ganz kurz hier einen Hausmeister hinjagen. Was hab ich denn hier für Hausmeister, Mensch? Arbeitet man? Ihr sollt die Pflanzen gießen? Habt ihr wohl eine Macke? So. Nee, nie das Bett. Ich will die Pflanze haben. So.
Okay, da kommt schon der neueste Hausmeister, das ist wunderbar. Mal ein bisschen schneller das laufen lassen. Ah, okay, so. Ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir jetzt die Patienten glücklich machen, dass wir 25 Patienten heilen, dann haben wir schon mal ein 2-Sterne-Krankenhaus. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Oh, wir haben einen Gewinn von $1,000 nur. Oh, bisschen wenig, du, aber naja, gut. Wird langsam. Ich dachte schon, mein Haus. Ich dachte gerade, mein Hausmeister geht. So, die machen Pause, das ist okay. Das heißt aber, hier ist jemand da. Genau, weil hier ist es immer so, sobald hier einer Pause macht, geht der andere Pfleger, der immer nach Arbeit sucht, dann hier rein. Oder auch nicht. Warte mal. Die darf überall arbeiten, außer in der Station. Genau, und der bleibt, genau. Weil er die Kompetenzen hat, ne? Zur Diagnostik, okay. Ja, das lassen wir so. Okay, die Toiletten werden gerade gewartet. Dann siehst du mal. Angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt. Aber es läuft eigentlich relativ gut jetzt, muss ich sagen. Hanf öffnet anscheinend eine weitere seiner naturheilkundlichen Einrichtungen für Leute mit mehr Geld als Gehirn. Man könnte hier vielleicht noch ein Zimmer reinbauen, ne? Ich bin aber gerade am Überlegen, was wir hier hinbauen sollen. Man könnte. Würde das passen, Pause? Ja gut, man könnte hier jetzt so ein Pausezimmer hinmachen. So ein ganz clean. Machen wir mal, würde ich sagen, ne? Wir bauen jetzt. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier ein kleines Pausezimmer noch ein. Kleines Pausezimmer, warum nicht, ne? Die Ärzte. Dass sie nicht so weit laufen müssen, aber wir machen wirklich hier so eine kleine Abstellkammer. So. So. Ja, ein Poster. Warte mal. Na. Poster. Da. Dann könnte man nämlich hier jetzt auch 2 Poster hinmachen. So, jetzt müsste die andere eigentlich. Moment, jetzt müsste eigentlich der andere Pfleger zu der Krankenstation hier laufen. Die eine, die nach Arbeit sucht. Wenn ich wüsste, wo die ist. Oder macht die jetzt Pause? Die sucht nach Arbeit und macht jetzt Pause oder was? Das wär's. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal ganz kurz hier nachhaken. Und zwar Personal. Alle. Haben wir jetzt jemanden noch, der nach Arbeit sucht? Nee, es arbeiten alle. Krass. Wir haben aber nur. Ah, muss ich zum Krankenpfleger. Macht Pause. Ja gut, ein Tag. Ja gut, da müssen die Patienten mal kurz warten. Das ist okay. Aber in der Apotheke, okay, die müsste definitiv langsam mal eine Pause einlegen in der Apotheke. Die Lucy. So, klein müsste eigentlich hier wieder ein Pfleger reinkommen. Ja. Wunderbar. Der ist auch drin. Okay, macht Pause. Aber jetzt fehlt uns natürlich. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Es fehlt uns natürlich in der Apotheke jemand, ne? Ich muss schon mal ganz kurz im Personal gucken. Also die haben alle eigentlich zu tun immer, ne? Die ganze Zeit. Das heißt. Ja gut, in Bereitschaft macht Pause. In Bereitschaft noch Pause. Ja gut, aber der. Die
Kompetenzen von denen passen halt nicht, ne? Mach Pause 4 Tage. Mach Pause. Warte mal, hier. Hans Wursch, die arbeiten, mein Guter. Tut mir leid, Pause wird aufgehoben. Du hast genug Energie. Okay, die machen aber echt lange Pause, meine Herren. Okay, wir machen jetzt gerade momentan mehr Profit. Das ist ganz okay. Langsam wird's ja. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Pauseraum. Und damit haben wir eigentlich das Krankenhaus abgeschlossen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, hier könnte man jetzt noch Bänke und sowas und Pflanzen hinmachen, aber das können wir ja alles nach und nach machen noch. Ich will jetzt erstmal die 25 Patienten heilen. Und dann können wir ja immer noch weiter gucken, was macht die hier? Die freut sich. Weil die läuft hier mit der Sonnenbrille rum. Im Krankenhaus, das ist so geil. So, jetzt brauchen wir noch $2,450. Kriegen wir aber auch noch hin. Das haben wir auch erledigt. Und wir sind ein 2-Sterne. Hotel wollte ich gerade sagen, Krankenhaus natürlich. Und wir haben einen Salz-Snack-Automat. Okay, dann können wir ja mal ganz kurz hier gucken. Können wir mal auf Objekte gehen. Da haben wir den Automaten. Den können wir ja direkt mal hier mal mit hinpflanzen. Dann könnte man hier auch nochmal. Dann machen wir Getränkeautomat, ne? So. Salz-Snack-Automat könnte man. Würde der. Also, da haben wir schon einen Automat. Ich wollte gerade sagen, würde da ein Automat hinpassen, aber da haben wir leider schon einen Automat. Man könnte vielleicht sogar so. Ja, obwohl das reicht. Das reicht. Was wir definitiv nochmal ganz kurz machen werden, da wir ja gerade ganz gut vom Geld her sind, würde ich sogar sagen, dass wir wirklich hier. So. Ja, machen wir das jetzt an der Seite auch. Ja, kann man machen, ne? Würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal Bänke hin, so. Man könnte jetzt. Sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So. So. Und hier machen wir nochmal Broschüren hin. So. So. Nochmal ganz kurz gucken. Ja gut, hier könnte man die. Na ja, wohl. Ein bisschen überladen, ne? Wenn ich jetzt hier auch noch eine. Jawohl, komm, machen wir hier auch nochmal eine Pflanze hin. Ja, es geht für den Anfang. Der sieht jetzt nicht so optimal aus, aber es geht für den Anfang. Okay, wir haben fast die 3 Sterne erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur 30 Patienten heilen. Das kriegen wir definitiv jetzt noch hin. Und noch ein bisschen Cash verdienen. Und dann haben wir ein 3-Sterne-Hotel-Krankenhaus. Und dann sind sie. Also hier sterben die Leute immer. Also ich weiß nicht, die alte, die. Hat auch keinen Bock, irgendwie die Patienten zu heilen. Die Gießen tun sie auch automatisch. Die macht Pause. Wo ist denn der Geist eigentlich jetzt hin? Wurde der Geist schon aufgesaugt? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Wo ist der Geist, Mann? Und da ist eine Pflanze, die könnte man ja auch mal hier, ne? Das Straußenrührei auf blanchiertem Toast. Nee, nicht das Bett. Besonderer Genuss. 4 von 5 Salzstreuern. Die Pflanze braucht Wasser. Ach komm. Ich will jetzt nicht so, dass du. Oh, jetzt gehst du auch in die Pause, Mensch. Mann. Immer die Leute, die so oft in die Pause gehen. Ey, wieso geht hier keiner in den neuen Pauseraum? Ja, ich habe extra für euch hier einen neuen Pauseraum eingerichtet und keiner will da hin, oder was? Nee. Aber es läuft, ne? Das Krankenhaus läuft sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten mehr Schwierigkeiten. Wir haben gerade kein Haus. Ah doch, da kommt sie. Die Alte kommt aus der Pause raus und der andere müsste jetzt noch Pause machen. Genau. Der ist in der Pause, wunderbar, und sie macht das. Ein Schinkenbrötchen bereits angebissen.
Mädel, du sollst die Leute heilen und die alle umbringen. Was ist los? Achso, warte mal. Ich habe jetzt einen Notfall. Okay, erleuchtete Patienten treffen ein. Ah, okay, jetzt kommen mehrere. Das ist eine Aufgabe. Ich habe jetzt einfach mal kurz auf okay gedrückt. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Haben wir hier eine ordentliche Ärzte? Nee, haben wir leider nicht. Könnte ich die ein bisschen mit Geld irgendwie noch? Gehalt prüfen. 22.000. Ach, leck mich, hier kriegst du von mir 28.000. Jetzt arbeite aber auch dementsprechend, Madame. Kann nicht sein, dass sie immer wieder alle verrecken. Okay, 3 Stück. Ach bitte, heil jetzt auch bitte alle. Tu mir den Gefallen, heil die bitte. Mal gucken. Okay, zumindest die erste. Wieso mit Geld kann man die Leute ein bisschen anspornen, dass sie besser arbeiten? Das ist einfach so. Das ist einfach Fakt. Mit Geld geht sowas. Krankenstation wird auch langsam ein bisschen voll, ne? Auch Gehalt, wunderbar. Die Krankenstation, uiuiuiui. Wieso geht denn nicht einfach zu der Ärztin hier? Wo ist die eigentlich? Die ist auch keiner. Machen die immer alle... Ja, sagen, dass die immer alle gleichzeitig Pause machen. Sind meine Ärzte, also hier ist ein Arzt. Okay, hier geht die andere Ärztin geht gerade auf Toilette. Der müsste eigentlich gleich wieder. Okay, die ist wieder arbeiten, wunderbar. Ui, die hat jetzt aber richtig viel zu tun. Wo ist denn hier der Arzt? Muss ich nochmal gucken. Personalärzte. Okay, macht eine Pause. Das müsste die auch sein, ne? Die dürfen alles, ja. Ist okay. Na gut, einen Tag. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Hey! Kommen hier gerade Patienten raus? Das sind Patienten? Nee, gut. Ich dachte schon, das sind Patienten. Okay, die, genau, ein Tag. Die ist jetzt wieder auch dabei. Wunderbar. Hier ist die Warteschlange Wäsch. Das ist auch sehr gut. Und es wurden bis jetzt, glaube ich, alle geheilt. Krass. Okay, das sieht. Ja, Wartung im Pausezimmer. Boden, genau. Kann ich ja schnell übernehmen, also ich kann das ja schon mal. Ja. Reparier mal das Ding, mein Gudo. Hier wird auch schon repariert. Gut, die Pflanzen können sie nebenbei aber auch gerne mal gießen. Das wäre jetzt kein Problem, das würde mich echt freuen. Aber wieso benutzen die das Pausenzimmer hier? Nee, Mensch. Das ist wunderbar. Mensch, ich habe ein neues Pausenzimmer extra für die eingerichtet. Weißt du, die geht. Okay, hier, ja, gut. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, statistisch gesehen ist es jetzt der erste Tote. Der sich jetzt vorher nochmal umkleidet, bevor der stirbt. Okay. Boah, Regioni. Warte mal. Wie das eigentlich?
Diopt. Ah, ich kann ihn leider nicht nach Hause schaffen. Schade. Musst du das immer so offensichtlich machen? Kannst du nicht irgendwo in der hintersten Ecke sterben? Sorry, aber... Oh! Was für eine Angst! Oh, der war sportlich jetzt unterwegs. Okay, wir müssen noch 5 Patienten heilen. Was muss im Pausenzimmer gewartet werden? Ich hab das doch schon. Nee. Nee. Muss hier was gewartet werden? Nee. Die sagt doch. Verstehe ich die nicht richtig? Die sagt doch im Pausenzimmer, Mensch, und sagt doch mal wo. Man meint die jetzt die Pflanze. Als ob die jetzt nur die Pflanze hier meint. Boah, hier wird's langsam echt richtig, richtig voll, ne? Aber wenigstens einer benutzt hier hinten den Raum. Das ist so einer, der will in Ruhe gelassen werden. Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt weiß mir auch nicht. Nur irgendetwas. Zwei Patienten müssen wir noch heilen, aber wir müssen noch Geld verdienen. Gesundheit. Oh nein. Gesundheitsinspektion kommt gleich. Üff! Warte mal, bevor die kommen. Sieht's denn hier aus? Muss irgendwas gewartet werden? Hier sieht eigentlich ganz gut hier alles aus. Hier fehlt gerade einer. Aber macht gerade Pause, ist okay. Weil hier gerade eh keine Warteschlange ist. So, dann bin ich mal gespannt, wo die Dame oder der Herr ist. Weniger krank und mehr geheilt auszusehen. Ja, moin. Okay, wir öffnen. Achso, nee, ich wollte nicht alle öffnen. Keine Todesfälle, okay, ja. Das haben wir wieder nicht geschafft. Geht an den Assistenten, der dieses Jahr die meisten Patienten versorgt hat. 0-mal gewonnen, okay. Gut, keine Todesfälle, ja. Hat nicht ganz funktioniert. Und das haben wir auch nicht bekommen. Die anderen Sachen haben wir aber bekommen. Patientenpreis. Sogar Patientenpreis haben wir bekommen. Okay. Wird gespeichert. Dann speichern wir. Ja gut, keine Todesfälle, ne? Hier die Dame. Das haben wir ein bisschen dran schuld. Wartung im Pausenzimmer. Ich weiß nicht, was hier gewartet werden soll. Als ob die Pflanze zur Wartung zählt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier die. Naja, gut. Wir müssen unser Krankenhauswert ein bisschen hochpumpen. Ich glaube, das schaffen wir durch. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich guck mal ganz kurz. Ne, okay, Bilder, jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, das machen wir hier durch Bilder, aber wir können ja überall hier mal Bilder hinmachen. Ja gut, hier könnte man ja, auf der Seite kann man ja übertreiben, die Seite sieht man ja nie. So. Ja, genau da soll ein Bild hin. Ja gut, ist nicht so schlimm. Da kann ruhig ein Bild hin. Auf der Seite machen wir das mal auch. Hier ist kein Platz. So. Hier machen wir das mal auch. Dann. Oh, Station ist jetzt auf 4. Sehr gut. So. Achso, warte mal. Wir können das auch ruhig weiterlaufen lassen in der Zeit. Gesundheitsinspektion, Besuchsstation. Achso. Ja, mach das mal. Wo ist denn der? Sieht man den? Ach, hier.
sieht sich alles an. Da ist er doch, der Lümmel. Mit dem Bauhelm. Der scheint aber zufrieden zu sein. Der scheint echt zufrieden zu sein. Okay, der hat irgendwie gerade gefühlt geheult, aber gut. Lässt du mal den Müll da drin? Da bin ich mal gespannt, ne? Was für... Beförderung, okay. Webep. Nachwuchshausmeister kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Hausmeister. Das werden wir ja definitiv tun. Und natürlich auch ein bisschen Geld hier. Ja, wir wollen hier... Ja, doch. Komm, wir treiben jetzt mal ein bisschen spendabel. Komm, hier befördern. Viel Spaß. Tschüssi. So, meine lieben Besucher, jetzt könnt ihr wieder überall hinkotzen und sterben. Jetzt ist es in Ordnung. So, den Wert haben wir auch gleich und wir müssen noch 24.000 verdienen. Pflanze dann auf einmal wieder größer wächst. Jo, die Pflanze kann auch mal gegossen werden, Madame. Warte mal, wir müssen mal kurz hier gucken. Hier kann auch mal gegossen werden. Hier kann auch mal gegossen werden. Mann. Guck mal hier, achso, wird gerade gegossen, okay. Guck mal, die ist irgendwie wachsen. Warte mal, wachsen die? Ah, nee, okay. Das ist der Normalzustand, so groß ist die eigentlich. Dann sieht man wieder, dass die Pflanze kein Wasser hat. Ah, scheiße, ich habe das Gutachten weggedrückt. Ich dachte, es wäre wegen der Beförderung jetzt gerade. Schade. Das wollte ich natürlich vorlesen. Kann man... Warte mal. Schade, ich finde das gerade nicht mehr. Mann, sterbt er nie hier überall bei uns? Sterbt er woanders? Geht er raus vorher zum Sterben? Nie im Krankenhaus. Ey, cool, da haben wir kleine 3 Sterne. Wollte gerade wieder sagen, Hotel. Ich weiß nicht wieso. Krankenhaus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge schon im nächsten Krankenhaus. Da fangen wir natürlich, ich denke mal, wieder von ganz neuen an. Und dann werden wir, denke ich mal, ja, treffen wir bestimmt auf ein paar andere Herausforderungen. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber wir müssen jetzt noch den Wert steigern. Vertrauen Sie Ihre Gesundheit nicht irgendwelchen Stümpern an, sondern kommen Sie zur Bangle Meditech, wo fortschrittliche Techniken und experimentelle Behandlungen Ihnen das ewige Leben schenken können. Bangle Meditech. Andere Krankenhäuser empfehlen Adalas. Wir hinterlassen Sie atemlos. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Tupol. Ja gut, unser Profit ist nicht so gut. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch 312.000 in der Tasche. Also kann man eigentlich nicht meckern. Ja, wir brauchen noch 25.000 und... Du bist kacke. Richtig kacke. Ja, gieß mal lieber die Blumen. Ja, kannst du auch nicht. Hier, Geisterjäger, machen wir was. Ja, saug den Geist weg. Ich frag mich eigentlich, ob unsere Leute aussterben können. Also, ob Ärzte und sowas sterben können. Weil zu alt.
Habe ich mich gerade verguckt oder haben wir jetzt gerade einen Wert verloren? Es sah gerade irgendwie so aus, als wir an Wert verloren hätten. Hier ist aber jetzt echt was los. Wenn ich schon mal überlege, ganz am Anfang ist irgendwie einer gekommen, jede Stunde, ne? Und jetzt wird es so langsam. Mit Aufnahme müsste jetzt eigentlich der nach Arbeit sucht, rangehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das ist der. Nee. Ja, wollte ich gerade sagen hier. Irgendjemand muss ja jetzt übernehmen. Wir verlieren gerade an Wert. Ich weiß aber gerade leider auch nicht, wieso. Wir verlieren gerade extrem viel an Wert. Aber ich weiß leider auch nicht, wieso. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Feuerlöscher hin, vielleicht bringt das noch was. Hier. Vielleicht, weil die Gehälter zu hoch... Also ich frage mich gerade, wieso wir gerade so extrem an Wert verlieren. Bestimmt liegt das da dran. Die wollen mehr Banker haben. Definitiv wollen sie mehr Banker haben. Ich frage mich gerade wirklich, wieso wir so an Wert verlieren. Wieso verlieren wir an Wert? Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Der Patient ist unzufrieden, ja gut. Pech gehabt, würde ich sagen. Biss dich vor mein Krankenhaus, such dir ein anderes Krankenhaus, oh lol. Und jetzt steigt der Wert wieder. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Hat das was mit Einnahmen und also mit Profit und Verlust zu tun? Wenn wir einen Monat Verlust machen, dass wir dann an Wert verlieren? Würde mich jetzt mal interessieren, wie man den Wert erhöhen kann. Wir gucken mal, ob wir gleich wieder verlieren. Einige Patienten langweilen sich bald zu Tode. Ja, wow, ich habe ja noch nichts, was ich denen geben könnte. Haben sie Pech gehabt. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. Was muss denn hier instand gehalten werden? Die Pflanze oder was? So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Bilanz jetzt aussieht. Wir haben wieder am Wert verloren. Weil aber auch unser Profit diesen Monat schlechter war. Oh. Ja gut. Das werden wir, oder das werde, kann ich ja einfach auf Stream machen. Wir sind an sich fast fertig, ne? Ich muss jetzt nur mal gucken, wie das mit dem Wert funktioniert. Die 3 Sterne kriegen wir auch noch hin. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns auch in der nächsten Aufnahme im nächsten Krankenhaus. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wir sehen uns. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.